Zu schön. Powered by Unity. So, liebe Leute, da sind wir dann auch endlich bei einer weiteren illustren Runde in die Quatsch zum Wochenende. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich anfangen, Indie Horrorspiel zu machen, aber als ich dann gesehen hatte, was es gibt, musste ich. Ich musste einfach. Sup, Mr. Gorilla, your mission is to go to the city and kill every human you see. City is this way. Was kann ich eigentlich machen? Ich kann Fässer spawnen lassen. Also ich kann pupen. Ich kann hüppen. Ich kann mich anschleichen. Kann ich sonst noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Steuerung nicht. Aber das ist auch egal. Wir hauen mal rein in die Stadt und werfen mit Fässern um uns. So ein bisschen Donkey Kong-mäßig, weil Gorillas schmeißen alle Fässer. Das wissen wir ja seit Donkey Kong. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Fässer zu schmeißen. Hoppala, falsche Richtung. Okay. Ich bin gespannt. Erinnert jetzt schon ein bisschen an Goat Simulator. Die Engine sieht auch ähnlich aus. Na gut, ist halt Unity. Was erwartet man? Ist halt geil, wa? Und ja, ich habe gerade eben Kacke gegessen. Orange Kacke. Ja klar, hier Softcakes, ne? Kennt man ja. Aber die von Tip, die schmecken nicht. Kauft die erst nicht. Die sind irgendwie ziemlich lasch. So. Die Menschen können ja auch Fässer schmeißen. Hallöchen. Ich schmeiß mal mit Fässern auf euch. Und die Menschen werden automatisch zu Gorillern. Das ergibt... Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Kann ich jetzt noch was machen? Mit F, mit E, mit R? Mit R kann ich... WTF? Was war das denn jetzt? Das Spiel ist mega verbuggt. So. Explodier! Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert hier. Es ist irgendwie einfach nur voll verbuggte Scheiße. Was ist denn hier los? Guck mal, ich bin ein Gorilla. Ich pupse. Und die, wenn ich furze, fangen die Menschen an, zu Gorillas zu werden und explodieren dann einfach. Das ist schon mal interessant. Das ist, ey, was für ein Schrott ist das denn bitte? So, ich bin schneller als ihr. Und ich furze euch an und lasse euch zu Gorillas werden. Bam! Dumm. Es ist so dumm. Oh mein Gott. Wie scheiße das einfach nur ist. Bin ich jetzt gestorben? Kann ich wieder aufstehen? Ja. Scheinbar nicht. Hallo? Ich bin unsichtbar geworden. Also, ich verstehe es irgendwie nicht. Das ist irgendwie einfach nur mega buggy, die Scheiße hier. So, komm mal ran. Das ist also ein Gorilla-Simulator. Vor allem... Der Simulationsaspekt in diesem Spiel ist atemberaubend gewaltig. Man mag es kaum glauben, aber doch, es bietet definitiv realistischste Simulation. Muss sagen, Landwirtschaftssimulator ist ein Scheißdreck dagegen. Absolut. Laufende Fässer. Die einfach aus dem Nichts spawnen. Ich habe nichts gedrückt. Die sind einfach da. Jetzt habe ich was gedrückt. Und? Und? Hui, bitte explodier! Yippie! Aber es hat nichts gebracht. Ich habe einen Gorilla getötet. Es ist einfach so furchtbar schlecht, Leute. Es ist so unglaublich schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel so kacke sein kann. nee, also, das ist, der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Da kommt schon wieder ein Fass aus dem Nichts. So, gibt's noch was anderes? Also die Stadt ist ja jetzt wirklich gewaltig. Ist wirklich eine mörderische City. Ich würde es eher als kleine, verschlafene Dorfgemeinde sehen. Komm, wir pupsen ein paar Menschen voll. Weil ich denn sonst noch irgendeine Taste, die ich drücken kann. Guck mal, ich kann ja sogar schleichen. Schleichen wir uns mal heimlich an. Die sehen mich trotzdem. Hat nichts gebracht. Ich schmeiß einfach haufenweise Fässer und jetzt explodiert alles. Komm schon, wir bringen das Spiel zum Abstürzen. Yippie, Feuerwerk! Und wie es ruckelt! Yay, 12 Frames pro Sekunde! Und der Wahnsinn hört nicht auf! Alter Schwede! So, jetzt machen wir mal richtig Karambolage hier. Und furzen nebenbei und furzen und alles zerstören! So, ich würde sagen, das war jetzt der spannendste Auftritt meines Lebens.
Wir hatten definitiv genug Gorilla-Simulationen. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Download-Link in der Beschreibung. Spielt den Scheiß selbst. Bringt eine Menge Menschen um mit als Gorilla. Und ja, genießt diesen Simulations... Kauderwelsch. Also, ich verabschiede mich. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen, Jessikowski. Ach halt, ich habe gerade gesehen, wir haben ja noch eine richtig coole Steuerung. Ich kann jetzt hier Ragdoll und so. Wie kann ich denn das jetzt benutzen? Moment. Ich kann nämlich, wenn ich eins drücke, tote Gorillas spawnen lassen. Mit zwei ganz vielen Menschen. Und mit drei haufenweise Fässer. Und jetzt lasse ich einfach tausende Menschen spawnen und jag sie einfach in die Luft. Yippie! Boah, Techno. Zu schön.